Wie könnte ein Aschermittwoch krönender schließen als mit dem Rückblick auf den großen Rosenmontagsumzug in Rannis? Zum 60. Mal wurde dieser veranstaltet. Wir waren natürlich vor Ort und möchten Ihnen die Bilder und Eindrücke von diesem einmaligen Erlebnis nicht vorenthalten. Wir erleben heute 30 Schaubilder mit 150 Teilnehmern. Uns erfreuen heute Märchenfiguren, große Ereignisse der letzten Zeit und Geschichtliches aus Rannis. Aber lassen Sie sich überraschen. Spaßhalber mitmachen unter Leitung von Walter Riedner. Begrüßen möchten wir auch unsere Prinzengarde, wo hier viel Spaß und Freude ist. Und der Höhepunkt des Umzuges ist unser Prinzenpaar Stefan der Erste und Tina der Erste. Ein Kräftchen, Rannis! 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 Hier kommt die goldene Eichel. Preisverleihung der Goldenen Eichel für 60 Jahre Rosenmontag in Rannis. Kein Bambi und kein Anker kommen an die Goldene Eichel an. Wir grüßen unsere Goldene Eichel mit einem kräftigen Rannis. Rannis? Rannis? Jeden Mais hat sein Volk vertrieben, drei Bienen sind ihm nur geblieben. Wir grüßen unsere Imker mit seinen drei Bienen mit einem Kräftchen. Rannis! 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 Traditionsbewusst die Burg Ranow, die den Namen Rannis herbeiführt hat. Wir grüßen unsere Burg Volleins mit einem Kräftchen. Rannis! Rannis! Wir bedanken uns und grüßen zurück mit einem Dreifach. Ele, Ele! Rannis! Schöne Weiber! GCC! Ta-ta, ta-ta, ta-ta! Na bitte, es geht doch! Das Hochwasser im letzten Jahr steckt uns alle noch in den Knochen. Darum haben wir jetzt unsere Bundeswehr, eine Hochwasser-Bundeswehr, Rannis gegründet. Bei Hochwasser steht uns das Wasser bis zum Rand, trotzdem arbeiten wir Hand in Hand. Wir grüßen unsere Hochwasser-Bundeswehr mit einem Kräftchen, Rannis! 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 Aus dem Märchen der Wolf und die sieben Geißlein. Schnipp, schnapp, die Geiß ist auf Zack. Vor dem Wolf gruselt uns Geißlein sehr, denn der Wolf hat kein Fressen mehr. Die Wolf und die sieben Geißlein, ein kräftiges Rannis! 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 Die Gladiatoren haben auch nach Rannis gefunden. Bis Rom hat man es kundgetan, wie Superman in Rannis feiern kann. Das wollten die Gladiatoren nicht verpassen und haben ihren Streitwagen gleich einspannen lassen. Wir büßen die Gladiatoren mit einem Kopf hier, Rannis! 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 Der 60. Geburtstag, man findet kaum Worte darauf,
eine Geburtstagstorte. Backe, backe Kuchen, Bäcker Olaf hat gerufen. Aus Anlass des 60. Umzuges gibt es heute besondere Spezialitäten, Geburtstagstorte zum 60. mit unserem Bäcker Olaf. Wir grüßen unsere Torten mit einem dreifachen Radies. Radies! Radies! Gleich nach der süßen Torte kommt natürlich die Schokoladiers aus Wallis, die extra nicht was haben einfallen lassen zum heutigen Umzug. Was für die süßen Leute unter ihnen. Schokolade, ob schwarz oder weiß, kalt oder heiß, macht happy und froh. Unser Schokoladiers mit einem kräftigen Wallis. Wallis! Wallis! Das ist der Hit, Vanilla Kobolde, mache mit. Wie der Regenbogen wies, steht der Goldtopf in Radies. Wir grüßen unsere Kobolde mit einem Kröpfchen in Radies. Radies! Radies! Die Minions, wer kennt sie nicht aus dem Kino und aus dem Fernsehen? Die Minions sind zurück, erst in Radies, dann in Paris. Die Minions haben heute frei und dachten, sie schauen beim 60. Rosenmontagsumzug vorbei. Wir grüßen unsere Minions mit einem kräftigen Radies. Radies! Radies! Nach 60 Jahren Faschingszeit, man die Eulen gern verleiht. Die Eule in dem Baume lacht, heute wird die Nacht zum Tag gemacht. Wir grüßen unsere Faschingseulen mit einem kräftigen Radies. Radies! Radies! Das Kuschelland ist heute auch bei uns. Das Kuschelland, komm, lass uns kuscheln, kuscheln auf Folge 7. Extra angereist aus Bayern, um heute hier an unserem Umzug teilzunehmen. Unsere ehemalige Mitbürgerin Roswitha Schulze, Roswitha, eine gebürtige Rheinerin, heute mit dabei. Hier gibt es heute Kuscheltiere. Versuchen Sie eins davon zu ergattern. Begrüßen die Kuscheltiere mit einem kräftigen Radies. Radies! Radies! Eins, zwei, drei und die Klons sind heute zum 60. Umzug auch dabei. Begrüßen unsere Klonis aus Radies mit einem kräftigen Radies. Radies! Radies! Oscar-Verleihung in diesem Jahr findet nicht in Amerika statt, sondern heute in Radies. Und der Oscar goes to Radies aus Los Angeles, da kommt sie her und verbreitet in Radies Hollywood-Flair. Wir grüßen die Leute, die heute den Oscar gegen 20 Uhr in Radies in der grünen Tanne verteilen, mit einem kräftigen Radies. Radies! Eine ganz besondere Freude ist es heute, unsere altgedienten Vanille Karlovas Freunde, Familie Pfanner und Familie Gretz zu begrüßen. Da heißt es so schön, die Nummer 1 war noch frei, darum sind wir mit dabei. Der Trabi vor der Wende, hier Begehrungswehr, war, jetzt ist er beim Rosenmontagsumzug der Star. Das ist die erste Generation, die ich vorhin erwähnt hatte, die am Rosenmontagsumzug teilnimmt.
Wir grüßen unsere treibende Grundfarbe, der Kopf hier. Was ist? Was ist? Was ist? Wer kennt nicht den Bachelor? Und zwar, der Bachelor wurde abgekupfert von RTL, von Ranis, weil wir hatten 1954 schon unseren Bachelor und haben ihn heute noch mal zum Leben erweckt, und damit er seine Kirschen hier noch mal zeigen kann. Der Bachelor besucht uns heute, er gratuliert zum 60. die Meute. Wir grüßen unseren Bachelor mit seinen Kirschen, mit einem kräftigen Ranis. Ranis! Ranis! Hast du Ärger im Revier, hilft eine große Pulle Bier. Eine gute Flasche Bier vertreibt die meisten Sorgen hier. Unser Sixpack mit einem kräftigen Ranis. Ranis! Ranis! In diesem Jahr begrüßen wir auch unsere alten Omis, die hier heute gesagt haben, wir machen hier nochmal mit. Im Altersheim ist Mittagpause, wo machen wir in Ranis eine Pause. Wir grüßen unsere Omis mit einem kräftigen Ranis. Ranis! Ranis! Der Winter, der in diesem Jahr kein Winter war, lässt natürlich auch die Schmetterlinge schön zum Vorschein kommen. Der Frühling zeigt die ersten Zeichen. Als Puppen in Ranis schlüpfen Schmetterlinge im Paradies. Wir grüßen unsere Schmetterlinge mit einem kräftigen Ranis. Ranis! Ranis! Natürlich ist auch heute Karneval in Venedig. Der venezianische Karneval hat natürlich eine Delegation, das heißt, die heute hier selbstverständlich mitmacht. Venezianischer Karneval ist in aller Munde, macht auch bei uns in Ranis seine Runde. Wir grüßen die Karnevalsfreunde aus Venezia mit einem kräftigen Ranis. Ranis! Ranis! Natürlich ist der Hubschrauber heute mal hier gelandet, ohne den Vorstandsvorsitzenden. Ist die Spinde noch zu klein, liegt aber in die Statistik rein. Wir grüßen die Freunde des ADAC mit einem kräftigen Ranis. Ranis! Ranis! Damit die Stimmung gleich wieder etwas höher wird, haben wir hinterher gleich das Stimmungsbarometer eingeschlossen. Das Stimmungsbarometer steigt und steigt. Das Karnevalshoch hat uns erreicht. Wir grüßen unser Stimmungsbarometer mit einem kräftigen Ranis. Ranis! Ranis! Natürlich auch mal ein Bautrupp bei. Wir möchten gerne mal ein bisschen Einblick gestatten, wie natürlich der Rosenmontagsumzug in Ranis gestaltet wird, und haben extra mal zum 60. einen Bautrupp hier mitmachen lassen, damit man mal sehen kann, welche Zeit, welchen Spaß und welches Geld die Leute aufwenden, um das hier heute zu fabrizieren. Farbe, Säge, Pinsel und Bier. Nach langer Bauzeit fahren wir hier. 60 Mal Ranis-Lau, wir waren immer dabei und blau. Wir grüßen unseren Bautrupp mit einem kräftigen Ranis. Ranis! Ranis! Und hier anschließend kommt ein Urgestein des Raniser
Karneval. Unser Karnevalsfreund Heinrich Rummel. Zum 58. Mal macht er in diesem Jahr mit unter der Rubrik Lebt denn der alte Holzmichel noch? Geht's dem Holzmichel mal nicht so gut, kommen die Randfichten und machen ihn wohl. Wir grüßen unseren alten Holzmichel mit einem kräftigen Radies. Radies! Radies! Natürlich für einen richtigen Geburtstag gehört natürlich auch ein Präsentkorb. Den haben wir als Abschluss gedacht. Hier haben wir natürlich Spezialitäten, wie wir alle zu der damaligen Zeit und auch zu der jetzigen Zeit gerne nochmal kaufen und genießen. Wir grüßen unseren Präsentkorb mit einem kräftigen Rallis. Rallis! Rallis! Auch nachdem der Umzug dann seine Runden gedreht hatte, ging die Party natürlich weiter. Denn beim großen Jubiläum, dem 60. Rosenmontagsumzug in Ranis, konnte keiner mehr stillstehen. Bei Sonnenschein, kühlen Getränken und dem ein oder anderen Leckerbissen wurde noch bis in die Abendstunden rein gefeiert. Der Höhepunkt des Tages für die Raniser, natürlich die große Feier im Saal zur Tanne. Doch nicht nur die Veranstalter zeigten sich mit der Resonanz zufrieden. Mehrere tausend Gäste waren an diesem Sonntag nach Ranis gekommen, um dem großen Rosenmontagsumzug beizuwohnen. Gefüllte Tüten mit Süßigkeiten, Leckereien und dem ein oder anderen kleinen Schnaps machten sich die zahlreichen Besucher wieder auf nach Hause. Doch nicht nur mit gefüllten Tüten, nein, auch mit positiven und lustigen Eindrücken vom 60. Rosenmontagsumzug in Ranis. Keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen zusammen, nicht allein. Dies waren unsere Eindrücke vom großen 60. Rosenmontagsumzug in Ranis. Auch im kommenden Jahr wird wieder ein Rosenmontagsumzug stattfinden, zu dem ich Sie jetzt an dieser Stelle schon recht herzlich einladen darf.